Ja, einen schönen guten Abend. Jetzt rede ich in dem einen oder anderen Tutorial hier ganz zwanglos davon, dass Sie doch einfach auf Open Educational Resources umstellen sollen und dass das doch mit den Creative Commons Lizenzen überhaupt kein Problem ist. Und es häufen sich jetzt die Kommentare dazu, wie das denn bitte möglich sei. Und man könne ja nicht einfach irgendwelche Grafiken ins Netz aufstellen und so weiter und so fort. Man würde ja Urheberrecht verletzen und so weiter. Zunächst einmal zwei Sätze dazu. Im akademischen Kontext ist das Urheberrecht, wenn man sich adäquat bedient, kein Problem. Sie dürfen 10% eines gedruckten Textes offen verwenden und austauschen und gleichfalls können Sie bildliche Darstellungen nutzen, insofern Sie das Einverständnis des Urhebers haben. Und auch hier wird in der Regel von den Urhebern, wenn sie zum Beispiel in sozialen Netzwerken bestimmte Inhalte teilen, gerne ein Auge zugedrückt, sei denn es ist jemand, der mit seinen Inhalten schon so viel Geld verdient, dass es ihm nicht darauf ankommt, dass er in den Netzwerken geteilt wird oder der grundsätzlich gegen ein Teilen von Inhalten spricht. Also das, was ich Ihnen heute vorstellen wollen würde, ist ein kurzer Blick auf die Quellen und die Tools, die ich benutze, um meine Präsentation quelloffen, also unter Creative Commons stellen zu können. Das, was Sie hier zum Beispiel sehen, diese Titelgrafik, ist genau aus einer solchen Quelle. Und was ich daran gleich zeigen möchte, ist, wenn Sie, selbst wenn Sie diese Quellen benutzen, müssen Sie zwingend die Urheberschaft und vor allen Dingen die Quelle markieren, unter der Sie eine bestimmte Grafik gezogen haben. Hier habe ich das gemacht und diese Grafiken sind sind komplett ohne irgendeine Lizenz gestellt, sodass Sie sie immer benutzen können. Sie müssen nur markieren, woher Sie das Ganze haben. Ja, also neben den Quellen würde ich Ihnen ganz gerne auch zeigen, wie Sie das Ganze mit PowerPoint realisieren können und vor allen Dingen, wie Sie Grafiken nachstellen können in PowerPoint, die Sie wiederum dann in anderen Kontexten einbetten. Also mehr oder weniger ein kleines Komplettprogramm, ein How-to, wie erstelle ich eine gemeinfreie oder eine Präsentation unter Creative Commons Lizenz. Vielleicht nochmal ein Blick auf die Lizenzen selbst. Für uns entscheidend, das hatte ich schon gemeint, ist tatsächlich also der Goldstandard von Creative Commons ist CC BY. Das heißt, hier ist eine gemeinfreie Lizenz, die Sie selbst auf Ihre Werke vergeben können. Sie sind dann nicht darauf angewiesen, dass irgendeine Institution in dieses Recht zugesteht. Sie versehen einfach Ihre Präsentation mit einer entsprechenden Markierung. Sie sehen, dass hier alle meine Präsentationen tragen, die CC BY SA 4.0 Lizenz. Das steht für, es darf geteilt werden, wenn mein Name genannt wird und unter gleichen Bedingungen. Das heißt, es darf zum Beispiel nicht in abgeschlossene Plattformen integriert werden und ich könnte dagegen juristisch vorgehen. Es darf auch nicht gedruckt werden, ja, und kommerzialisiert werden, insofern, als man damit gegen die gleichen Bedingungen verstoßen würde. Und man darf es aber durchaus verändern. Also das heißt, die Möglichkeit besteht, man kann alles, was ich nutze, kann man selber wieder einbetten, weiterverarbeiten, wenn man den Namen des Urhebers nennt und unter gleichen Bedingungen teilt. Die zum Beispiel von der SLUB favorisierte Variante ist der Goldstandard CC BY. Also das heißt, dass tatsächlich überhaupt nicht mehr unterschieden wird, auf welche Arten weitergegeben wird. Mit dem Material kann man alles machen, solange man nur den Urheber nennt. Wenn Sie das möchten, lesen Sie sich gern in die ganze Thematik ein. Ich habe Ihnen, würde Ihnen unter dem Video auch noch hier den Link teilen, der hier in der Präsentation sichtbar ist, sodass Sie das für sich selber anwenden können. Gut, kommen wir jetzt mal zu den Quellen, die ich gern benutze. Die erste Quelle, die Sie immer ansteuern sollten, wenn Sie nach gemeinfreien Inhalten suchen, ist Wikimedia Commons. Hier finden Sie Bilder, Statistiken, Grafiken und so weiter und so fort zu x-beliebigen Inhalten. Versuchen Sie bitte, sich hier zuerst zu bedienen und diese Bildquelle zu nutzen. Daneben, das hatte ich schon gerade erwähnt, die SLUB und alle Sammlungen, die die SLUB zur Verfügung stellt, sind unter Creative Commons Lizenz gestellt. Auch da dürfen Sie sich bei Nennung der Urheberschaft
frei bedienen. Wenn Sie darüber hinaus Bilder suchen, zeige ich Ihnen mal einen Favoriten von mir hier, das ist x4.com. Sie werden die ein oder andere Grafik wiedererkennen, die ich gerne benutze. Und diese Grafiken können Sie überall einbetten. Ich zeige Ihnen das mal schnell. Hoi. So. Und hier ist es tatsächlich so, dass Sie sehen hier, das ist die Lizenz, also sie ist gemeinfrei gestellt, ja. Und Sie können unter der Angabe dieses Links, ja, also das heißt des Bildes, das auf dem der URL und der Angabe hier zum Beispiel CC0, ja, können Sie dieses Bild in alle Kontexte, in allen Kontexten verwenden, zum Beispiel in PowerPoint-Präsentationen, die Sie dann öffentlich stellen. Wenn Sie Musik einbetten wollen, empfehle ich Ihnen freemusicarchive.org. Das ist eine Musikdatenbank, die von sehr vielen Musikern genutzt wird, um unterschiedlichste Musik einzustellen, von der klassischen Musik bis zur Piano-Neuinterpretation über durchaus gelungene Pop- und Rock-Tracks finden Sie hier alles, was das Herz begehrt. Und so können Sie zum Beispiel auch Präsentationen musikalisch untermalen, ist auf alle Fälle ein Blick wert. Also Wikimedia Commons, dann darunter zum Beispiel auch die Bestandsquellen der SLUB. 4 für Free Images und freemusicarchive.org für die Musik. Jetzt die Frage, ja, wenn ich so viel Zeit darauf verschwende, diese Materialien zusammenzusuchen, wo kann ich mir denn Zeit einsparen? Nehmen Sie sich ein bisschen Geld in die Hand und kaufen sich vorgefertigte PowerPoint-Präsentationen. Ich persönlich habe mich bei Infocrapia hier eingedeckt. Das ist ein Dienst, der Sie also auf Lebenszeit, wer weiß, ob das stimmt, mit Infografiken versorgt, die im Wesentlichen Ihr Leben mit PowerPoint wesentlich erleichtern. Ich zeige Ihnen nochmal hier ein ganz kurzes Beispiel und plättere dann mal so eine PowerPoint-Präsentation auf. Moment, warum lädt das jetzt nicht? Ja, schade. Dann zeige ich es Ihnen nicht an der Stelle, sondern ich zeige es Ihnen direkt in PowerPoint. Also ich habe hier für Sie zum Beispiel geöffnet eine Präsentationsvorlage Cycles. Der ein oder andere mag aus den letzten Videos eine ähnliche Darstellung erkennen. Und Infocrapia stellt Ihnen Datensätze zur Verfügung mit unendlichen Beispieldiagrammen, ja, die Sie benutzen können. Da, schauen Sie, kennen Sie das? Die Sie nutzen können als Beispieldiagramme und die Sie tatsächlich einfach in ein vorgefertigtes Template der TU Dresden ziehen. Dann gibt es eine automatische Farbanpassung auf den Farbsatz der TU Dresden, also im Corporate Design. Und dann passen Sie diesen Slide adäquat an. Ich kann Ihnen das jetzt noch mal ganz kurz vorführen. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel eine Präsentation. Also das sind die Präsentationen. Präsentationsvorlagen, die Sie in diesem Paket im Moment finden. Also Sie sehen, man kann sich da reichlich bedienen. Und ich würde Ihnen jetzt eine Präsentation aus dem letzten Semester einfach öffnen. Das ist das Wintersemester 2019 gewesen. Wir nehmen die Vorlesung Sprachwandel, öffnen die mal schnell. Ja, schnell ist gut gesagt, bei 100 MB. Ja, so, ich ziehe das mal hierher und zeige Ihnen mal kurz, wie das aussehen würde. Also das ist jetzt das offizielle Template der TU Dresden. Zeige Ihnen mal ganz schnell, wie das aussehen würde, wenn Sie eine solche Folie in das Template der TU Dresden kopieren würden. Moment, so, machen wir das hierher. So, Sie sehen, das ist überhaupt keine große Kunst, aber es erleichtert Ihnen die Arbeit so ungemein. Sie sparen unglaublich viel Zeit. Unabhängig davon, von diesen Templates, die mit diesen Folien mitkommen für Sie, ist es so, dass noch ein Satz Icons mitgeliefert wird, also 3000 Icons, die auf den ganzen Folien hier Verwendung finden. Und die sind, das zeige ich Ihnen auch gern. Moment, jetzt müssen wir versuchen, eins. Nee, das war jetzt falsch, ist aber egal.
mit diesem Template, diese können Sie, das sind Vektorgrafiken, und die können Sie beliebig einfärben, vergrößern und skalieren. Ja, das heißt, die sind reibungsfrei und kompressionsfrei benutzbar. Gut, also Infographia als eine, zum Beispiel eine Vorlage, Datei, die Sie überall benutzen können. Dafür mache ich jetzt keine Werbung. Das suchen Sie bitte selbst und oder entscheiden sich für irgendeinen anderen Template-Lieferanten, der Ihnen das Leben leichter macht. So, jetzt noch ein letztes, was ich Ihnen zeigen möchte. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ah, wie gehe ich denn bitte mit Grafiken von Autoren und Autoren um? Ja, bauen Sie sie in PowerPoint. Das, was Sie hier sehen, ist das Organon-Modell oder das Origo-Modell von Bühler, das ich mit ein paar Beispielen weiter aufgesetzt habe. Und ich zeige Ihnen ganz kurz, das sind 81 Folien mit Grafiken, die ich zum Beispiel für meine Habilitation in PowerPoint gesetzt habe und die ich jetzt für aktuelle Artikel immer noch erweitere. Das Ganze braucht natürlich ein bisschen Vorlaufzeit und Sie sollten sich da ein wenig einüben. Aber das Interessante ist Folgendes, nämlich dass Sie diese Datei speichern können unter entweder als PDF und dann in zum Beispiel in Photoshop weiter bearbeiten können. Aber Sie können sie natürlich auch ganz einfach als PNG speichern. Und zwar nur diese Folie. Und haben dann auf dem Desktop eine Grafik, die Sie überall hin einbinden können, wo Sie möchten. Also zum Beispiel in eine PowerPoint-Präsentation oder auch in ein anderes Office-Dokument. Also so werden im Übrigen auch Plakate gesetzt, hier an der TU Dresden. Dafür gibt es ein PowerPoint-Template und es funktioniert im Wesentlichen genau in demselben Maße. Ja. Das ist im, sind im Wesentlichen die Dinge gewesen, die ich Ihnen zeigen möchte, wenn Sie Material suchen, um Ihre Präsentation gemeinfrei so zu präsentieren, dass Sie als Open Educational Resources einsetzbar sind. Also Wikimedia Commons, Free Images, Free Music. Und dann sind Sie ganz schnell an dem Punkt, dass Sie eine gemeinfreie Präsentationen gebaut haben, die Sie auch als solche bitte selbst deklarieren können. Damit schaffen Sie die Grundlage dafür, dass das Wissen, was Sie in den Lehrveranstaltungen präsentieren und auch was Studierende präsentieren, gemeinfrei, zum Beispiel auf kommerziellen Netzwerken wie YouTube oder Twitter oder Instagram oder Facebook, teilen dürfen. Denn diese Plattformen sind kommerziell und streng genommen würden sie durch die Weitergabe von Präsentationen, die sie unter den Schutz stellen der nicht kommerziellen Verwendung, dann automatisch zu einem Rechteverstoß auf diesen Plattformen führen. Also ich darf hier nur davor warnen, kann aber auch empfehlen, dass sie einen Workshop oder eine Veranstaltung genau zu diesem Thema besuchen. Michael Wulgemuth von der SLUB und ich veranstalten die eigentlich regelmäßig. Ob wir es in diesem Semester noch einmal schaffen, weiß ich nicht, das sei dahingestellt. Aber dazu darf ich Sie nur ermutigen, denn es gibt Ihnen Sicherheit und ein gewisses Grundvertrauen in Ihre Aktivitäten im öffentlichen Raum. Ja, in diesem Sinne, das war jetzt ein weiterer Baustein für die digitale Lehre. Hoffe ich, dass ich Ihnen ein paar Dinge zeigen konnte, mit denen Sie sehr einfach, sehr effektvolle und sehr gute Ergebnisse produzieren können und hoffe darauf, dass doch die ein oder andere Präsentation und das ein oder andere Video, was Sie jetzt in der nächsten Zeit präsentieren, nicht sang- und klanglos in einer geschlossenen Plattform verschwindet, sondern für die akademische Community öffentlich zugänglich ist und für alle anderen, die lernen und lehren wollen. In diesem Sinne. Einen schönen Abend, Ihr Alexander Lasch.